Es ist das Schlimmste, was man sich ausdenken kann. Ein Feuer im eigenen Ort. Es könnte der Nachbar, die Oma oder sogar das eigene Kind sein, welches jetzt dringend die Feuerwehr benötigt. Ein Anruf bei der Telefonnummer 112 genügt, damit die ortsansässige Feuerwehr über die Sirene im Ort alarmiert wird. Das ist das Zeichen für die Feuerwehrangehörigen, das Feuerwehrgerätehaus anzufahren, sich umzuziehen, sich auszurüsten und auszurücken. Nun eine Frage. Was wäre, wenn die Feuerwehr gar nicht ausrücken kann, weil aus dem eigenen Ort nur eine Handvoll diesem Ehrenamt folgen? Dann droht dem Ort die Einführung einer Pflichtfeuerwehr. Um auf das Personalproblem in der Feuerwehr aufmerksam zu machen, verteilte die Feuerwehr rote Eimer mit dem Aufdruck Löcheimer. Mit den verteilten Löcheimern im Ort kann man so wie früher eine Eimerkette bilden und das Feuer versuchen zu löschen. Diese humorvolle Message soll bei den Bürgern aus Oberöfflingen den Verstand wecken, dass dieses Personalproblem ein ernsthaftes Problem im Brandfall darstellt. Tobias Görres ist der Wehrführer in Oberöfflingen. Er erklärt das Hauptproblem der Feuerwehr. Unser Problem, wenn man es so nennen will, ist im Endeffekt die Personenanzahl, die wir derzeit noch haben. Wir sind aktuell noch 7 aktive Feuerwehrmänner und können mit dieser Anzahl noch eine Staffel bilden, was für unseren Ort von der Größe her noch ausreicht. Jedoch wird unsere Mannschaft insgesamt immer älter. Und in den nächsten Jahren wird der ein oder andere auch ausscheiden müssen, altersbedingt, sodass wir dann keine Staffel mehr bilden können und entsprechend halt eben Nachwuchs benötigen. Und damit wir schon im Vorfeld früh genug aktive Feuerwehrmänner gewinnen können, die wir halt eben auch schulen und ausbilden müssen, haben wir jetzt die Eimeraktion gestartet, um den Ort nochmal auf die Wichtigkeit der Freiwilligen Feuerwehr aufmerksam zu machen. Diese Löcheimer-Aktion habe ich selbst auch in den sozialen Medien kennengelernt und gesehen. Da bekommt jeder Haushalt einen roten Eimer mit der Aufschrift Löcheimer, mit einem kleinen Zettel dabei, wo die Funktion eines Löcheimers kurz beschrieben wird, dass wenn es irgendwann keine Feuerwehr mehr am Ort geben sollte, dass jeder Mitbürger sich selbst um das Löschen des Brandes kümmern muss. Auch Tobias Görres merkt, dass die Bereitschaft, sich ehrenamtlich einzusetzen, in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist. Generell die Bereitschaft, freiwillig oder sich ehrenamtlich zu engagieren, wird immer schwieriger, habe ich das Gefühl, da die Prioritäten heutzutage gerade für Familien anders liegen. Es wird viel mehr auf die Family Quality Time geschaut. Das Wochenende ist dabei sehr heilig, dass die Familie viel Zeit miteinander verbringt. Und des Weiteren ist dann, denke ich mal, auch die Hemmschwelle, sich so mehr oder weniger auch zu verpflichten, dass man im Fall der Fälle auch bereitsteht und halt eben dann auch in den Einsatz geht, auch immer höher. Der Ortsbürgermeister aus Oberöfflingen, Günther Weins, hat zur Pflichtfeuerwehr eine klare Denkweise. Also die Frage Pflichtfeuerwehr stellt sich für mich im Moment nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass wir noch mehrere Interessenten jetzt in die Feuerwehr bekommen. Die Feuerwehr, diese Aktion, die sie jetzt gestartet hat, dient ja in erster Linie vorbeugend, Mitglieder zu gewinnen, um halt eben im Falle, wenn welche ausscheiden, egal aus welchen Gründen, dass dann immer noch genügend Personal vorhanden ist, um eine schlagkräftige Wehr vorzuhalten. Wir konnten mit einer ortsansässigen Dame sprechen, wie sie darüber denkt, dass die eigene Feuerwehr mit der Mindestbesatzung ausrücken und klarkommen muss. Ich finde es eigentlich schrecklich. Also ich finde es schrecklich, dass wenig Mitglieder sind. Ich finde schrecklich die Ausstattung für einen Ort, wo es um Leben retten auch geht. Finde ich das Ganze hier eigentlich schrecklich. Doch die Löcheimer-Aktion im Ort hat augenscheinlich schon gefruchtet. Zumindest mal bei Isabel Ternes aus Oberöfflingen. Das fing alles mit der Löschwasseraktion an, mit den Löscheimern.
Die fand ich ziemlich cool und habe mir dann Gedanken gemacht darüber, dass wir wirklich wenige Freiwillige hier in der Feuerwehr haben und wollte mir das erstmal angucken. Bin generell, glaube ich, auch ein sehr hilfsbereiter Mensch, war mal eine Zeit lang auch im Rettungsdienst beschäftigt und wollte das jetzt in der Feuerwehr auch mal mir angucken. Und siehe da, auf einmal hat Selina Eberlein die Feuerwehruniform an. Vielleicht tritt Selina auch in die Feuerwehr in Oberöfflingen ein. Für alle Interessenten, am 23. November findet eine Infoveranstaltung am Feuerwehrgerätehaus in Oberöfflingen statt. Dann gibt's auch die Möglichkeit, sich ein großes Einsatzfahrzeug einmal genauer anzuschauen. Wir drücken die Daumen, dass Oberöfflingen nicht zum Mittel einer Pflichtfeuerwehr greifen muss.